Hey ihr, Mick hier und schön, dass ihr dabei seid bei meinem allerersten Video 2021. Dass das Jahr 2020 ein ziemlich chaotisches Jahr war, brauche ich euch nicht erklären, das hat irgendwie jeder am eigenen Leibe erfahren. Mich selber hat es insoweit getroffen, dass ich meine Selbstständigkeit irgendwie, beziehungsweise die Passion zum Filmemachen, verloren habe irgendwie. Ich habe so ein bisschen in meiner eigenen Blase gelebt und habe nicht wirklich viel unternommen, dass es mir wieder besser gehen würde. Und somit, muss ich sagen, habe ich das Jahr 2020 damit abgeschlossen, dass ich sehr unzufrieden mit mir war. Und jetzt haben wir tatsächlich schon einen ganzen Monat im neuen Jahr und ich habe mir gedacht, hey, es muss sich irgendwas ändern. So kann es auf jeden Fall nicht weitergehen und so wird es auch nicht weitergehen. Und eigentlich bin ich gar nicht mal so der große Fan von Vorsätzen, aber Strichlisten beziehungsweise Checklisten, bei denen man Sachen abhaken kann, haben mir in meinem persönlichen Leben schon oft weitergeholfen, um beispielsweise einfach die nötige Motivation zu finden, eine Sache weiterzumachen. Dieses Video ist eigentlich für mich oder für all da draußen, die vielleicht auch eine Art Checkliste für das Jahr 2021 machen wollen. Ich habe mir überlegt, hey, es wäre super cool, eine Liste zu haben, wo man am Ende oder am Anfang des nächsten Jahres schauen kann, habe ich das erreicht? Habe ich es nicht erreicht? Wenn ich es nicht erreicht habe, warum habe ich es nicht erreicht? Um so vielleicht sich selber ein bisschen dazu zu bringen, über sich selber zu reflektieren. Warum haben Sachen nicht geklappt, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat? Oder haben sich meine Ziele komplett geändert? Und dieses Video soll den Leuten, die vielleicht auch sowas vorgehabt haben, den letzten Schubser geben, um es vielleicht durchzuziehen. Denn für mich ist es eine wahnsinnige Überwindung, aus meinem langweiligen Trott aufzustehen, um was zu ändern. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Auf dieser Checkliste stehen sozusagen drei Kategorien, wo Dinge drin stehen, die ich dieses Jahr erreichen will. Und diese Kategorien sind einerseits Beruf, Sport und mein privates Leben. Unter der Kategorie Sport findet man alle Sachen, die ich eben in diesem Sektor erreichen will. Wie ihr vielleicht wisst oder mitbekommen habt, klettere ich wahnsinnig gern. Und ich will mir da auch Ziele setzen, die ich unbedingt erreichen will. So steht eigentlich schon lange in meinem Kopf auf der Liste, dass ich sehr gerne eine Kletterroute der Schwierigkeit 7 konstant klettern will. Bis jetzt habe ich das nie geschafft. Ich habe es mir so oft vorgenommen, aber ich habe dann das Training vernachlässigt und habe es nie wirklich geschafft, das konstant zu klettern. Und das will ich dieses Jahr unbedingt schaffen. Außerdem will ich unbedingt mit meinem Kletterpartner eine 200 Meter plus Mehrseillängentour machen. Habe ich in meinem Leben auch noch nie gemacht und ich hatte immer so ein bisschen Respekt davor, gerade vor der Höhe oder vor der eigenen Absicherung, weil man muss ja selber sein Equipment dann mitnehmen und ist selber für sein Leben verantwortlich. Und davor hatte ich ein bisschen Respekt, aber ich will unbedingt mal diese Erfahrung machen und wirklich Berge erklimmen. Natürlich so sicher, wie es geht. Außerdem würde ich super gerne mein Wanderpensum erhöhen. Wenn es Sinn macht. Ich will dieses Jahr meine ersten 3000er besteigen. Zumindest eine. Und dieser Punkt steht theoretisch auch schon super lange auf der Liste. Und zwar wollte ich mit meinem Vater seinen Heimatberg besteigen, der genau ein bisschen über 3000 Meter hoch ist. Aber wir haben es irgendwie noch nicht durchgezogen. Und dieses Jahr will ich das in Angriff nehmen, um mit ihm diese Erfahrung zu machen. Unter anderem will ich einen Handstand lernen. Ich habe es mir irgendwie schon vor 3 Jahren mal auf so eine Art To-Do-Liste gesteckt und habe es nie gemacht. Ich habe nicht mal ansatzweise versucht, einen Handstand zu lernen und habe immer nur Ausreden gefunden, dies vor mich hinzuschieben. Aber im Jahre 2021 will ich das schaffen. Unter anderem steht in dieser Kategorie auch noch als letzter Punkt beweglicher werden. Ich habe mir als Ziel gesetzt, dieses Jahr oft Yoga zu machen, um mich zu dehnen, um mich körperlich irgendwie ein bisschen besser zu fühlen, weil bis jetzt bin ich super unbeweglich und ich tue mir schon bei den kleinsten Sachen schwer, wo ich mein Bein mal etwas höher als meine Kniescheibe bringen muss. Und das soll sich auch auf jeden Fall ändern. Neben dem Sport gibt es natürlich auch noch den anderen sehr großen Sektor in meinem Leben, dem Beruf. Ich bin eigentlich seit mehreren Jahren selbstständig als Filmemacher, Kameramann und alles, was drumherum gehört. Aber Corona hat mir da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war eigentlich Richtung Events und Hochzeiten spezialisiert und durch Corona ist das alles so ein bisschen eingeschlafen. Beziehungsweise man darf es ja nicht mehr machen und somit habe ich keine potenziellen Aufträge mehr. Und ich habe mir entgegen aller Empfehlungen nun vorgenommen, im Jahre 2021 YouTube und Twitch Vollzeit zu machen. Ich will euch einen Mehrwert bieten. Ich will Videos produzieren, die ich schon so lange im Kopf habe und das auf einer regelmäßigen Basis. Ich will sozusagen meine komplette Motivation und Energie
hier reinstecken. Es ist super naiv und super dumm. Bitte macht das nicht nach und es ist super risky. Ich habe letztes Jahr als Backup noch mein Studium abgeschlossen und habe das sozusagen als Plan B. Aber ich will unbedingt versuchen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Auf dieser Liste würden jetzt so viele Punkte stehen, die sozusagen essentiell dafür sind. Ich habe mir als Hauptziel aufgeschrieben, dass ich es tatsächlich schaffen will, in einem Jahr Twitch-Partner zu werden. Ich will meinen Fokus darauf legen, für euch eine Morningshow zu kreieren, wo ihr mit mir quatschen könnt, wo ihr mich einfach nebenbei anhören könnt, um schön in den Vormittag zu starten und eine Plattform zu bieten, wo ich oder auch andere Leute der Community euch helfen können in allerlei Belangen. Sei es in einem Spiel oder in Technikfragen oder sonstiges. Aber dazu wird es noch viel mehr geben auf diesem Kanal. Denn ich will zusätzlich mindestens 40 Videos auf diesen YouTube-Kanal hochladen, um euch zu motivieren, um euch Sachen zu zeigen, um mich kreativ auszuleben oder euch einen Mehrwert zu bieten, mit dem ihr selber Sachen lernen könnt. Und bin gespannt, wie sie sich entwickeln. Und als allerletzter Punkt auf der Liste ist der riesige Bereich meines privaten Lebens. Und dort stehen tatsächlich solche Sachen drauf wie: Ich will dankbarer werden. Ich habe so das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft meistens die Dankbarkeit gar nicht mehr so nach außen getragen wird. Ich habe selber für mich auch das Gefühl, dass mir Sachen passieren, die ich zwar wahrnehme, aber irgendwie nicht mehr so wirklich wertschätze. Und genau da will ich gegensteuern. Ich will schaffen, 2021 bewusster zu erleben. Ich will schaffen, mich als Person sozusagen weiterzuentwickeln. Ich will eben Sachen bewusster wahrnehmen, mehr schätzen und einfach dankbarer werden für die Leute, die mir was Gutes tun und Sachen, die mir in meinem Leben weiterhelfen. Weil ich habe das Gefühl, dass man das in der heutigen Zeit ein bisschen außer Acht lässt. Außerdem will ich viel disziplinierter werden. Ich will es schaffen, mich selber stetig aufs Neue zu motivieren und es endlich schaffen, disziplinierter zu sein, als ich sonst bin oder war. Außerdem würde ich super gerne diese Location hier verlassen. Ich wohne seit sehr langer Zeit in dieser Wohnung und ich bin bereit, in eine neue Umgebung zu ziehen. Ich will dieses Jahr schaffen, das alles hinter mir zu lassen und einen neuen Abschnitt in meinem Leben anzufangen. Und mal schauen, wo es mich dann hin verschlägt. Hauptsache, das Internet ist gut. Also ist Deutschland erstmal raus. Für mich selber stehen tatsächlich auch noch zwei Riesendinge auf dieser Liste. Unter anderem will ich viel mehr mit meinen Eltern machen. Ich bin vor 8 Jahren daheim ausgezogen, das ist jetzt doch schon eine lange Zeit her, und war super selten daheim. Und durch Corona und durch dieses ganze Einsamkeitsgefühl würde ich sehr gerne dieses Jahr nutzen, um wieder viel mehr mit meinen Eltern zu machen. Und als letzten Punkt, mit mir selber klarkommen. Dadurch, dass man ja durch Corona nicht mehr mit vielen Leuten was unternehmen kann und nicht die ganze Zeit unterwegs ist, habe ich erstmal gemerkt, wie ich es irgendwie nicht so gut hinbekomme, mit mir selber zu sein. Ich tat mir sehr schwer damit, alleine zu sein. Genau das würde ich gerne ändern. Ich will selber mehr zufrieden sein. Ich will mit mir mehr zufrieden sein. Und ich will das Jahr 2021 dazu nutzen, um genau das herauszufinden, wie es geht und wie ich selber mit mir klarkomme. Weil letztendlich ist es auch ein riesengroßer Punkt. Und ich will offen und ehrlich euch mitnehmen auf meine Reise und meine Entwicklung mit euch teilen. Wie ich am Anfang des Videos schon gesagt habe, das Video ist eigentlich viel mehr für mich als jetzt für euch als Audienz hier auf diesem Kanal. Ich will sozusagen einen Punkt haben, wo ich nächstes Jahr schauen kann, was habe ich mir eigentlich vorgenommen, was habe ich erreicht, wo haben sich die Ziele geändert, warum haben sie sich geändert oder warum habe ich gewisse Ziele nicht erreicht. Ich will selber reflektieren können, was in einem Jahr passiert ist und ich will mich selber dadurch immer wieder motivieren, meine Ziele zu erreichen. Und wenn es euch genauso geht, macht auch ein Video dazu, was ihr erreichen wollt oder was eure Ziele dieses Jahr sind. Und ja, ich mag Vorsätze eigentlich immer noch nicht, aber dieses Gefühl, eine Sache abzuhaken und selber sagen zu können, hey, ich habe was geschafft, was mir sehr wichtig ist, ist einfach wahnsinnig. Und deswegen dieses Video. Ich bin super gespannt, was dieses Jahr bringt. Ich bin sehr optimistisch oder ich versuche, optimistischer zu denken als letztes Jahr. Denn so wie es ist, soll es nicht weitergehen. Und das ist mein erster Schritt, um diese Sachen für mich selber zu realisieren. Von dem her, wenn ihr mich begleiten wollt auf meiner Reise und nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach diesen Kanal. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche. Bis dahin, ade und ciao.